Guten Morgen zum nächsten Vlog hier von Arosa Flora. Wir haben unser nächstes Ziel erreicht. Wir sind in Mehring angekommen. Ihr seht es im Hintergrund schon. Ist jetzt eher so ein kleines verschlafenes Örtchen, würde ich sagen. Soll auch nicht unser Ziel für heute sein, denn heute steht was ganz Besonderes an. Uns holt die liebe Vivian ab. Die hatte gesehen, dass wir hier in der Ecke sind und möchte uns jetzt mal, ja, ihre Heimat hier ein bisschen zeigen. Das finden wir ganz toll, dass wir einfach mal so, ich sag mal, jemanden gefunden haben, der uns einfach mitnimmt und ein paar Ecken zeigt, die man vielleicht auch so nicht erreichen kann. Deswegen geht es für uns auf den Baumwipfelpfad. Bin ich ganz gespannt, was uns erwartet. Und dann entdecken wir Trier und schauen mal, das ist ja auch sehr, ich sag mal so, historisch-kulturell. Und da freuen wir uns und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Auf jeden Fall eine Kugel Eis. Das auf jeden Fall. Und wenn ihr natürlich mit Arosa hier seid, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Ausflüge zu buchen. So gibt es einen normalen Stadttransfer für 19 €, glaube ich. Und auch eine geführte, ja, Stadtführung dann durch Trier. Also ist auch alles möglich, wenn ihr nicht auf eigene Faust dorthin wollt. Also wir zeigen euch jetzt die Variante auf eigene Faust. Und wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr es natürlich auf eurer Tour dann auch buchen über Arosa. Also viel Spaß mit dem Vlog. So, gut eine Stunde Fahrt später sind wir angekommen, dank der lieben Vivian hier in Urscholz. Jetzt geht es nämlich in den, oder auf dem Baumwipfelpfad. Ja, was uns da erwarten wird, auf jeden Fall tolle Ausblicke und Natur pur. Genau, und ich habe tatsächlich nicht mal Turnschuhe an, sondern wirklich nur die Sommerschüchen und hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Auf jeden Fall sieht es hier schon mal sehr voll aus, aber trotzdem hat die Vivian gesagt, es ist absolut sehenswert. Und das gucken wir uns jetzt mal an und schauen, ja, ob es wirklich so toll ist. Genau, Eintrittspreis wissen wir noch nicht, blende ich euch dann gleich ein, aber jetzt geht es erstmal los. Kleiner Nachtrag noch zum Eintritt. Ja, 11 € kostet das Ganze, aber wie ihr sehen könnt, es lohnt sich. Absolut, ne? Es lohnt sich wirklich. Also es ist schon dieses Erlebnis, einfach hochzulaufen und so die Steigung zu sehen und dann wirklich hier oben zu stehen und auf die Saarschleife direkt runterzuschauen, ist mega toll. Also es lohnt sich wirklich. 11 € sind gut investiert. Also von uns ein großes Lob und ein, ja, Top. Empfehlung, genau. Unterwegs ist auch für Kinder sehr empfehlenswert. Da sind viele so, ja, kleine Lernspiele, wo die Kinder, ja, einen Bezug zum Wald und den Tieren lernen. Genau, da gibt es an der Kasse einen Heft, das kostet 2 € und da kann man wirklich so diesen Weg entlang. Eine Rutsche gibt es auch nicht, das haben wir natürlich auch ausgetestet und jetzt gehen wir langsam wieder runter und machen es weiter. Genau, vielleicht steht jetzt erstmal als nächsten Besuch der Sommerrodelbahn an und dann machen wir uns nach Trier. Also ein bisschen Kultur gibt es heute auch noch. So, nächster Tagespunkt erreicht. Jetzt wird es nochmal actionreich. Wir sind im Freizeitzentrum Petersberg angekommen, ungefähr 10-15 Minuten von Mehring entfernt. Und im Hintergrund seht ihr schon, jetzt wird gerodelt. Ulrike hat die Tickets gerade schon geholt. Genau, 3,50 € pro Person für eine Fahrt, also für einen Erwachsenen ist auch super. Die Schlange ist zwar jetzt ein bisschen länger, also wir müssen vielleicht so 10 Minütchen warten, aber trotzdem lohnt sich das, wenn man sich mal die Strecke anguckt. Also ich bin schon sehr aufgeregt. Und es ist auch so eine coole Sommerbahn, also nicht auf Schienen, wie man es sonst heutzutage immer gewohnt ist. Also es wird auch ein bisschen actionreich, genau, wie im Bob. Erinnert so ein bisschen an Schlepplift, wenn ihr das kennt, vom Skifahren sozusagen. Und die ist, haben wir uns sagen lassen, auch im Winter immer so eine richtig coole Skibahn. Bahn halt, genau. Im Hang. Zum Skifahren. Also wenn mal wieder der Winter kommt, könnt ihr ja auch Skifahren im Winter. Aber da fahren, glaube ich, keine Schiffe hier auf der Mosel. Ja. Wenn wir die wilde Fahrt dann überstehen, geht es danach noch nach Trier. Da wollen wir euch natürlich noch die Sehenswürdigkeiten zeigen. Und Eis essen. Und Eis essen. Jetzt gibt es aber erstmal hoffentlich noch ein paar actionreiche Szenen hier aus der Sommerrodelbahn. Letzter Programmpunkt für unseren Tag heute hier in Mehring. Wir sind angekommen in Trier. Ja. Übrigens der ältesten Stadt Deutschlands. Also mir war das gar nicht so bewusst und ich fand das, man findet es gerade so krass, weil wir stehen nämlich direkt vor der Porta Nigra. Und das ist gigantisch, wenn man sich diese Gemäuer anschaut. Man kann auch reingehen. Wir haben uns jetzt entschieden, wir gehen nicht rein. Wir essen jetzt lieber ein Eis. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch mal von innen anzuschauen. Wir müssen ja bald wieder aufs Schiff. Deswegen drehen wir jetzt eine Runde hier in der Stadt in Trier. Und schauen mal, was es noch so zu sehen gibt. Auf jeden Fall viele römische Einflüsse, wie wir jetzt schon sehen konnten. Einen kleinen Stadtbummel später und ein paar Kugeln Eis sind wir an unserem letzten Ziel angekommen hier in Trier. Hinter uns ist zum einen der Trierer Dom und... Genau, und die Liebfrauenkirche, die ist quasi dort. Man hört es gerade auch schon, der Dom klingelt. Ja. Richtig schön, also Trier ist ja, wir haben es ja gesagt, die älteste Stadt Deutschlands und man merkt das auch wirklich so vom ganzen Ambiente und Feeling. Mir gefällt es sehr, sehr gut, die Altstadt ist total schön. Das Eis, Fazit? Schmeckt auch sehr gut. Was sagen Sie zum Thema Eis? Sehr gut. Nee, wie gesagt, Stadtbummel auf jeden Fall empfehlenswert hier. Auch alles gut fußläufig erreichbar. Es ist größer als die anderen zwei Orte, die wir bis jetzt besucht haben, aber trotzdem noch überschaubar. Wir gehen jetzt noch in die zwei Bauwerke da hinten rein. Eintritt ist kostenlos in beiden Fällen. Ein paar Impressionen gibt es dann noch für euch. Wir fahren in der Zeit, wo ihr das seht, zurück zur Arosa Flora. Und dann melden wir uns heute Abend bestimmt nochmal vom Armbrot und vom Ablegen aus Mehring. Bis dahin. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be, so if you ever you won't let me down. Okay, met you at a time when I was so low, went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be, so if you ever leave me, promise you won't let me drown. Promise you won't let me drown. Und ein nächster schöner Tag geht zu Ende. Wir waren heute in Mehring bzw. Trier und hatten wirklich haben ganz, ganz viel erlebt. Es war heute so ein bisschen actionreich und sportlich. Erzähl doch mal, was haben wir gemacht? Und noch ein bisschen Kultur in Trier. Also zunächst, ja, hattet ihr gesehen, der Baumwipfelpfad, super cool. Auch wenn ihr den natürlich nicht so leicht erreichen könnt wie wir, weil wir jetzt unseren privaten Chauffeur mit der Vivian hatten. Aber super toll, tolle Natur, auch ja, einfach super schöne Ausblicke da auf die Saarschleife, dann Rodelbahn war auch sehr lustig und Trier dann als Abschluss. Ja, wenn ihr also mal in Mehring seid mit Arosa beispielsweise, macht da unbedingt einen Ausflug hin, könnt ihr euch die Stadt anschauen, ist auch super auf eigene Faust zu erkunden. Ja, ansonsten ging dann heute gar nicht mehr so viel. Wir hatten dann das Auslaufen noch genossen in der Sonne und waren dann beim Abendbrot. Jetzt wird es allerdings ein bisschen frisch. Seht ihr auch schon an meiner Jacke. Ulrike ist noch ganz sauber. Genau, ich bin noch ganz hart im Leben sozusagen. Genau. Wir genießen jetzt einfach den Abend, haben gerade noch ein Gläschen Wein getrunken und werden uns dann doch jetzt so langsam in unsere Koje zurückziehen, weil morgen geht es ja nur nach Koblenz, da wollen wir den letzten Tag auch nochmal so richtig genießen. Haben uns auch nochmal eine Massage gebucht und ja, schauen wir mal, was uns morgen in Koblenz noch so erwartet und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Genau, das ist dann auch schon die letzte Station unserer Reise, aber daran wollen wir natürlich noch nicht denken. Da geht es dann erstmal in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin und ciao, ciao.